Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest mit Bloxy und Big Bear. Ah, du kommst mir verdächtig nah. Was ist los mit dir? Mein Feuerzeug geht die ganze Zeit aus. Ich habe mir gerade mal eine wunderschöne Fackel gecraftet. Kannst du die damit auch schlagen? Ja, ich kann die damit auch schlagen. Lass mal am besten... Okay. Kannst. Oh, da liegt eine wunderschöne Zeichnung. Diese Zeichnung, sie ist von Timmy. Warum habe ich deswegen meine Fackel fallen lassen? Keine Ahnung. Ist da hinter noch was? Oder war es das? Oh, fuck. Ja, es geht weiter. Alter, hier sind Leichen. Mhm. Ich weiß jemand, wie man Dungeon baut. Oh mein Gott. Oh. Ups. Den wollte ich gar nicht nehmen. Ich wollte meine Axt nehmen. Hier liegt ein alter Rechner. Ups. Den habe ich mal eben weggeschleudert. Was ist hier? Sodas. Hier sind Sodas. Schnapp sie dir. Die gut? Ja. Und hier sind noch mehr Sodas. Nimm dir mit, so viele du tragen kannst. Hier ist noch ein Weg. Ja, hier ist auch noch einer. Die Frage ist, wo wollen wir zuerst lang? Keine Ahnung. Ah, ich habe eben einfach eine Münzen. Ich habe Coins selected. Ich schleiche irgendwie lieber. Ja, sollte man hier auch. Warte mal ganz kurz, warte, bevor wir weitergehen. Was hast du vor? Ah! Okay. Ach, mir fällt gerade auf, jetzt hat das Feuerzeug auch wieder das Big-Logo, beziehungsweise das nachgemachte Big-Logo. Korrekt. Oh, Fledermäuse. Darf man den nicht aufschrecken? Ich frag mich, was passiert, wenn man die bei... Oh, die sehen ja voll realistisch aus. Alter Falter! Guck dir die mal an! Hier! Digga, da hinten plätschert es irgendwie. Ich weiß nicht, ob das natürlich ist. Direkt vor mir, guck mal. Siehst du sie? Direkt über mir. Hier, da! Die sehen voll geil aus. Ja. Soll ich mal zuschlagen? Oh, Digga. Ich will nicht, dass hier durchs Chaos ausbricht. Okay. Okay. Irgendwie ist das witzig, aber irgendwie auch traurig. Okay, wir müssen aufpassen. Oh, was ist das? Das ist ein Stalagmit. Okay, alles gut. Noch ist alles safe. Da hinten ist Feuer. Ja, ja, das hat aber nichts zu bedeuten unbedingt. Und außerdem, wir sind zwei. Ja. Oh Gott. Die Katholiken sind hier. Da liegen Bibeln. Wir sind eigentlich in Outlast. Siehst du? Mhm. Gehst du jetzt einfach weiter? Natürlich. Krass. Ey, Koffer, bleib hier. Warte, ich muss mal kurz den Speer nehmen. Jetzt kommst du so da. Okay, mach auf. Ja, dann scheiß Tennisball. Mach mir so da. Ich kann gar nicht mehr so viel tragen. Muss ich irgendwas abwerfen oder kann ich halt nur so und so viele Sodas tragen? Du kannst nur so und so viele tragen. Aber du kannst einfach eine trinken. Und dann, wieder eine mitnehmen, genau. Boah, pass auf. Hier musst du ein bisschen schwimmen. Oh, was ist denn hier? Ah, interessant. Ein paar Finger. Das ist der sogenannte Triggerfinger.
Wir könnten Fallen sein. Ja, wir müssen aufpassen. Also Fallen gibt es hier eigentlich nicht. Das ist schon mal safe. Jetzt hast du mir gerade eine ganze Menge Anspannung genommen. Ja, das kann ich dir sagen. Also es kann, ich sag mal so, es kann auf jeden Fall Hinterhalte geben. Das darfst du auf keinen Fall vergessen. Genauso wie das hier. Was heißt das? Oh, eine Kassette. Der Typ hat eine Kassette im Mund. Dürfen, sollten wir überhaupt schon hier sein? Ja, du kannst das so früh erkunden, wie du möchtest. Nur wie weit du dich traust, das ist die Frage. Ich habe halt kaum noch Essen. Naja, gut. Ist der doch halb voll, der Magen, oder ist der schon wirklich leer? Na, ein Drittel habe ich noch. Oh, hier ist noch eine Zeichnung. Das Loch und der Antichrist. Was haben die Katholiken damit zu tun? Ist es eine Verschwörung der Illuminati? Ich glaube, sollten wir wirklich weitergehen, Alter? Geht's da noch weiter? Ja. Ja, dann. Du gehst vor. Eng hier. Ah. Sag was mal so, es hat sich gelohnt. Ich habe bisher noch nichts Gutes bekommen. Wirklich, jetzt, außer so was. Jetzt hast du auf jeden Fall was. Noch mehr Flares? Ne, Dynamit. Dynamit. Und wir sind draußen. Oh. Nein, irgendwo muss unser zu Hause sein. Direkt über uns. What? Scheiße, wir können uns nicht hochbauen, wa? Aber wir können, glaube ich, neben dir links. Weiter, hinter dir jetzt. Ich glaube, da geht's irgendwie weiter. Ah, vorsichtig, fall nicht runter. Nein? Nee? Okay. Nee? Okay, wenn es da nicht weitergeht, was, dann geht. Was ist das da unten? Ja, das werden wir noch früh genug erfahren. Okay, dann geht's hier wirklich nicht weiter. Fall nicht runter. Ja, ja. Okay, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall zurück. Schade, dass man die hier nicht aufmachen kann. Nee, das kann's knicken. Oh, ich hab mittlerweile schon echt Probleme. Wir müssen irgendwas machen, keine Ahnung, ich hab echt Hunger. Ja, warte, ich geb dir noch mal ein paar Snickers. Hier. Ja, weil du noch 2 Stück hast und nicht brauchst, dann... Ich hab mehr als genug. Oh, danke, jetzt bin ich wieder voll. Super, auf geht's. Weiter. Ich muss ja ein bisschen auf meinen Kleinen aufpassen hier. Auf meinen kleinen Sklaven. Ich stecke in dir drin. Ja, das ist schon der Grund genug, warum ich mit dir auf Abenteuer gehe. Also wir haben jetzt Dynamit gegen große Viecher. Stehe. Und hier nochmal. Ah ne, ich kann gar nichts mehr tragen. Ich hätte noch eine mitnehmen können. Ja, dann hier liegt noch. Also, okay, kann ich doch nicht mehr. Schade. Du würdest eigentlich gelagert. Ach, das ist Dynamit. Uiuiuiui. Was ist denn da oben? Okay, nichts. Weißt du, was ziemlich witzig ist? Was denn? Wenn du zu lange in solchen Höhlen bist, geht das auf deine Sanity. Was ist denn meine Sanity? Wenn du B drückst und dann auf den Körper. Sanity 99. Genau, ist bei mir auch 99. Das heißt, dass du langsam verrückt wirst. Kein Wunder bei der Stimmung hier drin. Ja gut, ich meine... Hast du schon mal jemals Minecraft O-Gaming Rage Quit gespielt? Nee. Das war das Modpack, von dem ich dir immer erzählt habe in der Uni. Wo du wirklich jedes Mal abkratzt. Und hier würde es auch noch lang gehen. Wollen wir da noch runter? Können wir. Ich habe jetzt wieder voll. Ja gut, dann... Oh. Warte mal, nichts in der Kiste. Was? Oh. Ist aber nichts drin, aber hier... Es ist das Kreuz des Christen. Illuminati. Okay, hier sollten wir auf keinen Fall lang. Hast du das gehört? Was denn? Hast du das nicht gehört? Okay, wir gehen weiter. Wir gehen tschüss. Das sollten wir auf keinen Fall machen. Ist nur die Frage, was das ist, ne? Ich weiß, was es ist.
Aber ich möchte dich jetzt nicht spoilern. Du wirst es noch früh genug sehen. Du wirst doch früh genug feststellen, was sich dahinter befindet. Ich will dich da jetzt nicht spoilern. Ich habe von der Fotos mal schon sowas gesehen, von wegen einem großen Monster, ne? Mhm. Und das ist definitiv eins davon. Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum. Ah, ne, da unten sehe ich nichts. Da möchte ich nicht lang. Okay, dann lass uns mal zurückgehen. Wir wissen aber dafür, dass wir direkt unter unserem Zuhause runterbauen können. Dann haben wir den Zugang zur Höhle. Leider kannst du in dem Krater nicht bauen. Das haben schon viele versucht. So, dann wollen wir mal wieder nach draußen gehen. Ich glaube, es ist auch schon dunkel geworden. Kann das sein? Kann sein, ja. Da habe ich bisher nur kaputte Uhren gefunden. Habe ich mich verjagt. Alter. Das Ding hat sich gerade auch noch bewegt hier. Ja, halt mal den Maul, Alter. Nein, der Bloxy ist kein Schisser. Der ist ein ganz mutiger Kerl. Noch mal schauen, wo es hier lang geht. Interessant. Oh Gott, hier wird's eng. Oh Gott, hier wird's richtig eng. Boah. Schaffst du's? Ja, bin direkt hinter dir. Okay. Interessant. Oh. Oh. Chillig, chillig, ruhig. Aha. Was denn? Ich muss gerade ein bisschen gucken, ob hier nicht was an der Decke hängt. Ich habe dir doch von Hinterhalten erzählt. Mhm. In solchen Fällen wie hier kann das passieren, dass sie auf einmal von der Decke fallen und dich auf einmal angreifen. Schau dir diese Höhle an. Krass, oder? Zurück. Oh oh. Was denn? Hörst du das nicht? Warte, ich hab irgendwas gluckern gehört. Eine gluckernde, kehlige Stimme. Die Frage ist, wo ist es? Oh, da hinten ist es. Wo, oh, wo? Oh. Seh ich nicht. Was ist das? Das da hinten? Ja? Ja, da bewegt es sich. Ich sehe nichts. Oh, what the fuck? Habe ich dir zu viel versprochen? Wie viele Arme hat es? 6 Arme? Auch mal mein Licht gelöscht. Zurück? Ich hab's angezündet. What? Bist du? Digga, der wird uns killen. Ach, hier oben. Wie zündest du den denn an? Hast du da einfach Cloth um die Pfeile? Brandpfeile. Du musst Cloth und Boost um die Pfeile drücken. Merde. Cloth und was? Alkohol. Ah, Boost. Mhm. Krass, wie schnell er sich mittlerweile löscht. Der hält mittlerweile ganz schön was aus, der Kerl. Fuck, ich hab's da drüber.
Oh, du hast ihn. Was? Wir haben ihn erledigt. Ich hab ihn Ernsthaft? Ja, ja, dein Pfeil hat ihn quasi den Rest gegeben. Dann war das ein Header, aber ich dachte, der wäre über ihn rübergeflogen. Vielleicht tut er auch nur so. Nee, nee. Was ist mit wow, dem Typen? Wow, 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 wow. Ich hab ein paar Leute übersehen. Hab ich nicht gesagt, Hinterhalte? Alter! Hier, Metz. Oh. Mach an das Ding. Alter. Sind wir gut oder sind wir gut? Wir sind einfach am Arsch. Die finden uns. Das werden es ihr Mama erzählen. Ja, aber ich wollte eigentlich hier hin. Boah. Boah. Nein, es ist nicht hier. Was? Es ist nicht hier. Was ich hab mich hier vertan. Ich wollte uns etwas besorgen, aber es war nicht hier. Scheiße. Vielleicht weiter? Ja, eigentlich hier in der Nähe muss es doch sein. Ich brauche was zu essen, Digga. Hast du. Ich habe nicht mehr so viele Snacks. Ich kann dir noch einen geben. Ja, einer reicht. Vielleicht sollten wir langsam wieder zurück, weißt du? Ja, aber ich glaube, wir sind nah dran. Okay. Bin wieder etwas über die Hälfte. Ich bin weiter über die Hälfte, aber okay. Ich suche etwas, aber ich will es unbedingt noch in dieser Aufnahme hinkriegen. Weil ich nicht weiß, wonach du suchst, kann ich dir nicht helfen. Richtig. Jetzt bin ich wieder auf der Hälfte. Was, mit Hunger? Dann springst du zu viel. Hier ist übrigens... Digga, hier sind's. Ja, ja, aber da wollte ich nicht hin. Ich suche eine kleine Nische. Digga, da sind so Viecher. Oder nee, doch nicht. Nee. Hm? Gehst du hin? What the fuck? Ich suche eine kleine Nische. Don't leave me alone. Cannibals will eat me. Cannibals will feed on me. Hier, hier könnten wir richtig sein. Ich glaube, jeder, der uns zuschaut, weiß schon, was ich suche. Aber ob ich es finden werde? Ich schaue ihm von hinten zu und ich weiß nicht, was er sucht. Also es könnte sein, dass ich es finde. Oder? Ist es der Raum, den ich suche? Das sieht ja alles so gleich aus, das ist das Problem. Bei mir ist die Sache, ich weiß nicht, auf was wir zusteuern. Also ja, freue ich mich gar nicht. Ja, ich hab's gefunden. Hm. Was denn? Warte mal. Was ist hier? Ist hier irgendwas Schlimmes? Soll eine Fackel nicht nochmal anmachen? Da ist es! Da ist es! Ein Laptop oder? Nein. Hattorianzo! Mani. Guck mal, ich habe Hattorianzo gefunden. What the fuck? What the fuck? Genau das ist das, was ich gesucht habe. What the fuck? Ich wusste, dass es dich freut, deswegen habe ich es auch gesucht. Übel geil. Da freut er sich. Guck mal, jetzt hier. Noch ein kleines Feuerchen anmachen. Dann können wir Geld verbrennen. Geil. Freut mich. Und wir haben genug Soda und Medizin, sodass es uns wieder richtig gut geht. Oh yeah. Geil. Wo du mich hingeführt hast, der ist mich echt glücklich. Oh, hier nochmal ein Fertiggericht essen. Ja, das sag ich doch. Hammer, oder? Was mache ich eigentlich mit den ganzen Uhren? Was kann ich damit machen? Ah, soll ich es dir zeigen? Hm? Ach komm, ich zeig's dir einfach mal. Hast du uns. Ah, da habe ich sie. Nee, das sind Batteries. Hast du zufällig ein Circuit Board? Ja. Kannst du mir das geben? Nein. Sag's mir. Ich will's selber sehen. Okay, drück mal I. Ja. Leg mal das Circuit Board in die Mitte. Mhm. Leg mal Boost in die Mitte. Mhm. Leg mal Coins in die Mitte. Ja. Und dann leg mal eine Uhr in die Mitte. Alles klar. Okay. Und das Gute ist, ich habe die Rezepte so ziemlich alle noch im Kopf. Auch mit dem Hattorianzo.
das ich jetzt übrigens gleich direkt verbessern werde. Das Hattori Hanzo, das ist einfach so geil. Also ich nenne es einfach so, weil es... kann man das nicht mehr updaten? Oh, man kann es gar nicht mehr upgraden, wa? Digga, ich habe hier zwei Fuel Canister gefunden, falls du die noch nicht genommen hast. Hier. Oh. Wofür sind die denn gut? Keine Ahnung, aber es ist einfach mal Benzin. Die sind neu. Ich frag mich, ob man das Katana nicht mehr upgraden kann. Den Bow kannst du den upgraden? Nö. Hm. Die hast du Hunger? Die kannst du upgraden. Nö, geht alles. Okay, schade, dass ich das. Schade, du kannst das Hattori Hanzo leider nicht mehr upgraden mit Federn und so. Ich habe nochmal Medizin gefunden. Ja, Medizin ist gut. Also, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich hab's gefunden. Yay. Das kann man mit Hattori Hanzo dann vielleicht auch noch. Naja, das ist auch eigentlich schon, war auch ziemlich immer. Nee, du kannst das gar nicht kombinieren, ne? Nee, das ist es ja. Das haben sie ja, wahrscheinlich okay. Mit dem Update wieder rausgenommen. Schade. Ja, das war ziemlich immer. So ein brennendes Katana oder sowas hätte ich gerne gesehen. Nee, nicht brennen. Du konntest es schneller machen und mit mehr Schaden. Naja, gut. Das kann man jetzt nicht ändern. Okay. Okay, jetzt ist die Frage, wo kamen wir denn jetzt her? Kamen wir daher, ja, ne? Von links kamen wir, ja. Haben wir hier noch einen Koffer? Warte mal. Irgendwas habe ich gerade hier gehört. Kamen wir jetzt von rechts oder von links? Von links. Dann gehen wir mal hier rechts lang, oder? Mhm. Oh, ist Gewitter außen, oder? Hier sind noch jede Menge Sodas. Also wenn du Durst hast. Nee. Tatsächlich. Boah. Gar nicht. Alter. Taschenlampe. Boost. Nur eine Taschenlampe und ein bisschen Boost. Mehr gibt's ja nicht. Mit der Bibel. Was sind denn das hier für religiöse Spastis, Alter? Das sind die religiösen Spastis, die deine Erlösung sein werden. Ich hoffe doch nicht. Sie werden dich auf dieser Insel festnageln und dich an das Kreuz nageln, bis dass du glauben wirst und für deine Sünden büßen. Gut, und da wir jetzt keine Special-Folge machen wollen, denke ich mal, mit 20 Minuten sind wir eigentlich ganz gut dabei, oder? Ja, auf alle Fälle sind wir 20 Minuten gut dabei. Dann würde ich sagen, für diese Aufnahme, also nicht für diese Aufnahme, für diese Folge machen wir erstmal kurz einen kleinen Cut und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Schade, dass ich mal den Boomer spielen muss, aber naja. Also, bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi, tschüss. Haltet euch gut.